Boom, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel. Ich freue mich, dass ihr da seid, Freunde. Heute reagieren wir auf den neuen offiziellen Trailer von Seven vs. Wild, Freunde, Staffel 4. Ich habe richtig Bock. Also, das ist diese Crash-Edition mit dem Flugzeug. Also, sehr, sehr geiles Konzept, sehr gut ausgedacht. Liken, abonnieren, kommentieren und wir gehen rein. Let's go. Ich habe für die diesjährigen Teilnehmer das Szenario eines Flugzeugabsturzes erschaffen. So geil, so eine geile Idee. Wir sind in Neuseeland, in der Südinsel. Wir haben jetzt Spätherbst, fast Winter hier. Es ist kalt, es ist sehr kalt und wir haben sehr, sehr wenig. Ach, guck mal, Freunde, wir haben hier die ersten Aufnahmen schon. Ja, mit den ersten Gesichtern auch, die ich aber leider nicht identifizieren kann. Also das hier ist diese eine YouTuberin, die ich aber nicht kenne. Also nicht vorher kannte und Seven vs. Wild. Der hier in der Mitte, keine Ahnung, ist das Uwe? Nee, das ist nicht Uwe. Boah, oder ist das hier Uwe? Hier links? Ja, man sieht sich hier, das ist sowieso kein Gesicht. Aber ja, die ersten Aufnahmen, Alter, so richtig, ja, Survival-mäßig, ne? Flugzeugabsturz, gucken, was man hier noch aus dem Flugzeug looten kann. Wir sind gespannt. Der härteste Seven vs. Wild. Das ist der Macher. Das ist der Macher, Alter. Joey Kelly, Macher. Ich möchte diese 2 Wochen schaffen. Und das geht nur, wenn wir als Team heftig arbeiten. Die Stimmung wird gerade leicht künstlich am Leben erhalten. Die Gruppendynamik, ich glaube, sie kippt ein bisschen. Ich spreche es lieber offen an. Joe Vogel. Ey, Bro, der hier, das ist so, boah, der wird so richtig für Dynamik sorgen in der Gruppe. Der wird auch viele wahrscheinlich... Ja, sag ich mal, so anmachen, so dumm anmachen mäßig, wenn die irgendwas nicht geschissen bekommen oder einfach aus der Reihe tanzen oder was weiß ich, der wird denen richtig so Druck auf den Kessel machen. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Typ, sagt man. Aber ich kenne ihn nicht persönlich. Sich aufbaut und dann zu mir klarkommt. Ganz offen gesagt, ein super, super übles Setting. Wenn nicht irgendwelche Gimmicks irgendwo versteckt worden sind, sehe ich mindestens die Hälfte der Teilnehmer heute Nacht ausscheiden. Hugo! So, irgendwas stimmt da nicht. Ich bin komplett. Ah, ich hasse Natur und Wildnis eigentlich, Mann. Was mache ich hier? Das ist Survival, sag ich mal. Ich kann dich auch nicht mehr. Oh, Wildaufnahmen. Geil. Endlich mal richtige Nachtkameras und gute Wildaufnahmen. Ich hoffe, dass es hierbei bleibt, ist aber nicht. Ich will noch was Geileres sehen. Falls es da überhaupt irgendwelche geilen Tiere gibt. Ich guck da mal im Fernglas, man sieht das Feuer wieder, oder? Oh. Alter, sieht das gruselig aus. Wir haben wirklich das schlimmste Seven vs. Wild von allen Staffeln. Nass, gefroren. Die sagt einfach, wir haben das schlimmste Service weit von allen Staffeln. Kann sein, ich weiß nicht, aber die weiß doch nicht, wie es vorher, wie es den anderen Teilnehmern in den vorigen Staffeln erging. So, muss doch nicht übertreiben und sagen, ja, ich habe nur weil ich da bin, ist es auf einmal die schwierigste Staffel. Kann sein, aber Bro, sowas kannst du auch nicht sagen, Alter. Du weißt es ja nicht, wie es den anderen erging, so. Hast keine Ahnung. Aber man sieht ja auf jeden Fall von der Location, es ist sehr kalt. Ne? Die tragen auch... heftige Kleidung und so, viel dicke Kleidung und da kommt auch dieser Eisatem, wenn die reden. Und wenig Vegetation, sehr wenig Vegetation, Alter. Ich glaube, Fritz hat ja auch selber gesagt, dass das hier wahrscheinlich mit die schwerste Location ist von den ganzen Staffeln, also von den 4 Staffeln. Nur halt hier mit dem Unterschied, du bist nicht alleine, du bist in einer Gruppe. Das heißt, diesen Aspekt mit der Isolation und dieses Alleinefühlen und Angst und du weißt nicht, was du machen sollst und so weiter, das hast du hier nicht. So, weil du hast auch Experten in deinem Team. Im Team ist man immer stärker. Ist halt einfach so. Und deswegen würde ich sagen, dass das so grob im Ganzen, so im groben Ganzen, nicht die schwierigste Staffel sein wird, so insgesamt, weil man hier in der Gruppe agiert und nicht alleine. Ich glaube, alleine ist nochmal viel, viel schlimmer. Wenn du hier alleine wärst, dann wärst du am Arsch. So meine Meinung. Aber Tatsache. -12 Grad. Ich will das schaffen. Aber jede Nacht frage ich mich, wie... Diese Kälte darf uns nicht brechen. Seven vs. Wild, ich bin da, ich war nie weg. Hey, du blutest. Junge! 1, 2, 3. Nein!
Boah, da brennt einfach die Hütte ab. Boah, ich habe mich gerade fast verschluckt. Sehr, sehr geiler Trailer. Ohne Spaß, haben die richtig gut gemacht. Und auch das Konzept hier mit dem Crash, ne, Flugzeugabsturz, richtig geil. Richtig 100% Survival, Alter. Wie es mit der Gruppe so wird, das werden wir noch sehen, ob das besser wird oder schlechter. Ja, das sehen wir dann. Schreibt mir in die Kommentare, Freunde, ob euch das Video auch so gefallen hat wie mir. Lasst ein Like, Abo, Kommentar da. Ganz, ganz wichtig für die Konstanz, für diesen Support. Ich habe keine Ahnung, was hier für eine Hütte gerade abgebrannt ist oder was war das, Teile vom Flugzeug, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ein nicer Cliffhanger. Das ist auf jeden Fall, der Hype ist da, Alter. Ich habe richtig Bock auf die Staffel, Freunde. Ich verabschiede mich hiermit von euch. Bleibt gesund und ganz, ganz wichtig, nicht vergessen, umarmt eure Eltern. Ciao.